Hallo liebe YouTube-Community und herzlich willkommen bei einem weiteren Tutorial auf unserem Kanal. Heute dreht es sich um die beiden Minecraft-Mods Zombies Modpack und Too Many Items. Beide für Version 1.4.6, also momentan die aktuellste. Ja, um an die beiden Mods heranzukommen, müsst ihr sie natürlich erstmal herunterladen. Dies ist Zombies Modpack, Link wird in der Beschreibung sein, unten. Wenn ihr hier drauf geht, werden hier erstmal ein paar Funktionen erklärt, also was es kann, Teleport, Wetter, Cheaten, was weiß ich, Fliegen, da. Und hier werdet ihr dann dick gedruckt die beiden Download-Links sehen, für die Minecraft Version 1.4.5 und 6. Wählt ihr euch halt aus, was ihr machen wollt, und wir werden es heute für die 1.4.6 machen. Bei Too Many Items genau dasselbe, hier unten, irgendwo, bestimmt, genau hier ein paar Funktionen, und hier zwei Download-Links, für Punkt 6 und Punkt 5. Und 4. Ja, habt ihr das gemacht? Solltet ihr so zwei Dateien hier sehen. Dann müssen wir in den Minecraft-Ordner, dazu lässt ihr die Windows-Taste und R gedrückt, dann erscheint dieses Fenster, ausführen, wahlweise auch, ach schon gut. Da schreibt ihr dann %appdata% rein, klein geschrieben, und bestätigen, beziehungsweise okay. So, der erste Ordner hier sollte dann Punkt Minecraft sein, den öffnet ihr. Dann öffnet ihr den Bin-Ordner. Habt hier eine Minecraft.jar-Datei. Rechtsklick. Also ihr könnt es mit WinRAR öffnen. Oder aber auch mit 7-Zip. Ich mache es jetzt mal mit 7-Zip. Das ist aber eure Entscheidung, je nachdem, was für ein Programm ihr habt. Ich habe beide. So. Ups. So. Dann solltet ihr diese ganzen Punkt-Class-Dateien hier sehen. Und einen Meta-Info-Ordner. Wenn der bei euch nicht da ist, ist alles in Ordnung. Wenn er bei euch da ist, draufklicken, entfernen, ja. So, wenn der nicht entfernt ist, funktioniert gar nichts. Dann müsst ihr zuerst Zombies Modpack installieren. Wenn ihr erst Too Many Items macht und dann das Modpack, wird Too Many Items nicht mehr funktionieren. Fragt mich nicht wieso, ich weiß es nicht, aber es ist so. So, dann macht ihr wieder Rechtsklick auf Zombies Modpack, öffnen. So, dann haben wir hier ein paar Text-Editor-Dateien, die sind nutzlos aus, ihr wollt euch das Readme durchlesen. Wichtigst ist der Class-Ordner. Da markiert ihr alles mit STRG A und zieht einfach alles in die Minecraft Jaya rein. Müsst ihr allerdings hier noch bestätigen. Dasselbe macht ihr auch mit den Source-Dateien, also öffnet den Source-Ordner, STRG A und hereinziehen. Nicht vergessen, bestätigen. So. Das minimieren wir. Jetzt haben wir hier noch einen Config-Ordner, den öffnen wir. Und da haben wir dann so ein paar Textdateien. Wo die hinkommen, zeige ich euch auch. Und zwar geht ihr wieder in euer .minecraft-Ordner, erstellt einen neuen Ordner namens Mods. Darin erstellt ihr noch einen neuen Ordner namens Zombie. Öffnen. Und dann, Augenblick. Alles markieren und hereinziehen. So. Das könnten wir jetzt schließen, das tun wir auch. Was für uns wichtig ist, ist die Config-Datei. Die öffnen wir. Und jetzt sehen wir so ein Wirrwarr an verschiedenen, naja, Texten. So, und ihr seht ja diese ganz vielen Gleichzeichen. Und hinter den Gleichzeichen findet ihr den Mod-Namen. Also Teleport-Mod, Cheat-Mod. Ich meine hier hinten irgendwo. Wäre der Flymod, genau hier. Flymod aka Flying. Dann müsst ihr hier Uncomment to Enable Mod diese Raute vom Mod Fly Enabled wegmachen. Dann ist der Mod aktiviert. Und dann, wo ist das jetzt? Das dürfte hier, genau, Enabled. Hier ist das Ende von Enabled. Turns Fly On. Turns Falle auf und Toggle Fly Mode und so, da könnt ihr euch dann überall Buchstaben, die ihr wollt, hinschreiben. Also, wenn ihr zum Beispiel auf der Taste, weiß ich nicht, V, Fly Mode an- und ausmachen wollt, dann müsst ihr, hier, da ist Toggles Fly Mode, dann schreibt ihr hier hinten, gleich, was hatte ich gesagt, V hin. Das war's eigentlich dann. Für die anderen Mods mache ich das nicht, weil es einfach viel zu viele sind. Ich habe es jetzt halt nur an dem Fly-Mod gezeigt. Nicht speichern. So, das so viel zu zum Modpack. Jetzt kommen wir zu Too Many Items. Das öffnet ihr wieder
mit, ja, wie gesagt, 7-Zip, WinRAR. Und hier habt ihr halt direkt diese ganzen Class-Dateien. Hier bei Too Many Atoms ist es einfacher. Oh, da habe ich das geschlossen, Augenblick. Ihr geht wieder in den Bin-Ordner, öffnet die Minecraft-Jar. Ja, fail. Wo ist der scheiß Ordner? So, vergesst alles, was ich gesagt habe. Ihr habt hier die Too Many Items-Dateien und die Minecraft-Jar geöffnet. Nun markiert ihr wieder alles mit STRG A und zieht es da rein. Bestätigen. So, wenn ihr keinen Fehler gemacht habt, sollte jetzt alles funktionieren. Und ja, ich melde mich gleich wieder in-game wieder. Bis dann, ciao. So, da sind wir auch schon wieder zurück in-game. Noch werdet ihr erstmal nicht sehen, was ich hier verändert haben könnte. Wenn ihr euren Inventar öffnet, mein Gott, und hier nichts seht, müsst ihr auf die Taste O drücken und zack. Habt ihr eine ganze Reihe an Items, die ihr euch einfach geben könnt. Zum Beispiel einen Pfeilspawner. Nett, oder? Wie auch immer. Und hier oben, hier könnt ihr zwischen verschiedenen Modi wechseln, zum Beispiel im Creative Modus. Habt ihr hier sowas alles. Baumaterial, Dekorationsblöcke, Redstone, Beförderung und verschiedenes. Und dann geht in den Adventure-Modus, genau. Adventure-Modus könnt ihr halt hier oben alles ändern. Die Schwierigkeitsgrad könnt ihr ändern. Links könnt ihr auffüllen, Leben und Essen und zwischen Tageszeiten wechseln. So. Hier oben, diese Kiste ist ja das hier, wo ihr die ganzen Sachen auswählen könnt. Irgendwelche Favoritensachen. Das Buch ist ganz gut, und zwar wenn ihr hier, ihr kennt ja bestimmt ein Enchantment Table. Und hier könnt ihr halt aus dem Inventar heraus verzaubern. Und das ist ziemlich overpowered. Macht ihr euch nämlich so eine Spitzhacke. Überall X. X ist römisch 10. Geil, oder? So. So viel zu Too Many Items. Wie gesagt, mit der Taste O könnt ihr das aus- und anschalten. Und jetzt zu Thomas Modpack. Wenn je nachdem, was für einen Buchstaben ihr euch ausgesucht habt, zum Fliegen, könnt ihr hier dann auf den jeweiligen Buchstaben drücken und es kommt Flying. So funktioniert es auch mit den anderen Mods von Zombie. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, ich hoffe, es hat alles funktioniert. Wenn nicht, schreibt es uns. Wir versuchen, euer Problem zu lösen. Konstruktive Kritik erwünscht. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ciao.